So, nachdem ich also bei dem Versuch, den Zusammenbau eines Spiceboard 3 zu zeigen, mehr Outtakes als alles andere produziert habe, versuche ich es nochmal mit einem Spiceboard 2. Die sind, wie gesagt, vom Prinzip alle gleich und vielleicht wird das auch ein kürzeres Video, weil die meiste Zeit braucht man zum Aufbringen des Leims und beim 2er haben wir natürlich weniger Leimflächen als bei einem 3er. Ich baue das Ding nochmal eben schnell trocken zusammen. Ich fange an mit dem Mitteldeck. Schiebe hier die Zwischenwand auf. Setze das Ganze in die Rückwand ein. Solange da noch kein Leim drauf ist, ist natürlich alles sehr frei beweglich und aber am Ende kriegt man zusammen. So, das Zwischenergebnis ist dann dieses. Als nächstes setzen wir entweder die Unterseite oder die Oberseite auf. Das ist egal. Die tiefere Seite ist die Unterseite, also dieses Teil gehört dann da drauf. Passt wunderbar. Anschließend die Seiten aufsetzen. Nein, gar nicht wahr. Den Deckel. Tja, wenn mir das schon passiert, wie soll euch das gehen? Am Ende wird alles schön. So, jetzt ist der Deckel da drauf. So sieht das Ganze aus. So sieht es von hinten aus. Aber jetzt kommt der Deckel drauf. So rum. Na, warum will er nicht? So. Die andere Seite. Das ist gerade hakt. So, aber mit ein bisschen hin und her drücken sitzt das dann alles. So, passt also alles wunderbar zusammen. Als letztes setzen wir die Frontwand auf. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Bis auf den Leim. Und das machen wir jetzt.